Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die zwei vom Bauch, zusammen mit dem Steve Mörtel. Genau, ich mache jetzt meinem Namen alle Ehre hier und Mörtel hier mal was rum. Ja, wir haben uns jetzt kurz abgesprochen, wer was macht. Also der Steve wird jetzt quasi hier anfangen, die Decke zu gießen. Oh. Und meiner Wenigkeit fängt jetzt an, hier diesen Bereich erst einmal mit Erde aufzufüllen und dann sehen wir mal, wer als erster fertig ist. Weil derjenige, der zuerst fertig ist, der macht dann die Betonschalung. So war jetzt eigentlich der Plan. Ja, genau. Oh, mal gucken, wie gut das klappt. Ja, da bin ich ja gespannt. Ja. Haben wir den Dozer noch da? Schau, oder? Ja. Du sollst hier die Erde hinkippen und nicht da drüber hinaus. Aber warum denn nicht? Ja, siehste. Also dieses Erde-Erben funktioniert aber wieder prächtig. Nämlich gar nicht. Ja, der kippt zu schnell ab, das ist das Problem dabei. Da kippen wir halt einmal so einen richtigen Haufen her. Mir egal. Dann fahren wir halt einfach mit dem Dozer rein und schieben das Ganze. Oh, hier kommen Fußbodenheizungen rein, du. Die Installateure waren schon da. Was verkippen wir hier eigentlich? Beton oder Estrich? Beton, tatsächlich. Ich habe letztens ein Bild gesehen, das haben sie Fusch am Bau genannt. Da hat einer Fußbodenheizungsleitung in seine Hofeinfahrt gepackt. Ja. Also ich würde das jetzt nicht als Fusch bezeichnen. Nö, ich Ob eigentlich auch nicht. Dann eine Wärmepumpe anschließen. Warum nicht? Ja, lass doch. Aber ja gut, bei den Strompreisen natürlich schon. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt eine vereiste Hoffläche hast und sagst dann, okay, ich lasse das Ding jetzt mal eine halbe Stunde laufen auf Volldampf, dann ist die Hofeinfahrt aber frei. Ja, definitiv. Und die ist auch trocken, da vereist so schnell nichts mehr. Also so schlecht finde ich die Idee gar nicht. Ich denke mal, derjenige wird sich definitiv etwas dabei gedacht haben, seine Hofeinfahrt quasi auszukleiden. Es gibt ja hier sogar in Berlin gibt es beheizte Straßen und Brücken. Wird er jetzt nicht erst vor Spaß, also nicht aus Jux und Dollerei gemacht. Wusstest du das? Nee. Das hat unser Adolf verbrochen. Da sollten eben Straßen, zum Beispiel auf, also wichtige, strategisch wichtige Straßen auch, die sollten eisfrei bleiben. Ob das jetzt noch funktioniert, ist was anders. Aber man, da ist auf jeden Fall, ist da auch sowas in der Art drin. Die sind beheizt. Ja, dass das jetzt immer mehr im Kommen ist, habe ich schon mitgekriegt. Also auch hier. Teilweise Studenten, die dann die Autobahn beheizen wollen mit dem Rollwiderstand quasi von die Reifen. Ah. Wird ja auch Wärme erzeugen. Und das irgendwie über Heizdinge, keine Ahnung. Ach. Ja, aber diese komischen LKW da mit Oberleitung, das ist doch wohl der letzte Murks, oder? Ja. Erstmal, wer soll den
Wer soll den Schrott bauen? Mal davon ab. Zweitens sieht es nicht mal schön aus. Und ganz ehrlich, ein LKW an der Oberleitung, das funktioniert mit den Bussen schon nicht. Ja, das also, ist halt, wenn man alles auf Elektro kaufen will, weißt ja, du? Aber doch nicht so. Diese ganzen Dinger da an der Autobahn. Also wie sieht denn das aus? Ja. Das kommt ja noch dazu, das ist ja nicht mal ästhetisch schön. Ich meine, ob ich einen LKW mit Akku laufen lasse, das ist ja noch eine Sache. Weißt du? Geht ja bloß zur Reichweitensteigerung, denke ich mal, dass man halt quasi einfach mehr Reichweite damit erzeugt. Also, dass weißt der doch. LKW halt einfach weiterfahren kann, als wenn er eben rein akkubetrieben ist. Das ist doch Müll, ist dass er quasi während der Fahrt aufladen kann. Ne? Aber das ob das so funktioniert, wie sich die das vorstellen? Ja, aber willst du sämtliche Autobahnen elektrifizieren oder was? Dafür haben wir gar nicht den Strom. Sind wir doch ganz ehrlich, dafür das kommt doch dazu. Es soll ja jetzt genau, ich weiß gar nicht, wie das hier bei diesem Gebäude ist. Aber ich habe jetzt eine Nachricht gesehen, nachdem, wenn du neu baust, dass da die Auflage kommt, du musst steuerbare Zähleinheiten da reinbauen. Damit, wenn zum Beispiel zu wenig Strom da ist, damit das dein Stromanbieter steuern kann, wann du dein Auto lädst und wann nicht. Ja, genau so weit kommt's noch, weißt? Ja, vor allem überleg mal, du schmeißt den jetzt an eine Ladung, jetzt sagt der Stromanbieter, wir brauchen jetzt im Moment so viel Strom, den kannst du jetzt gerade nicht laden, ich drehe dir das mal ab, dann willst du morgens zur Arbeit und deine Karre ist nicht geladen. Ja, besten Dank auch. Ja, vielen Dank auch. Mann, ist ja alles da schön, so dann, ökologisch und so weiter, aber ganz ehrlich. Ja, ganz ehrlich, es entscheidet doch immer noch ich, wann ich was laden will und wann ich Strom verwende. Schließlich bezahle ich den Strom ja auch. Ja, und es ist ja nicht mein Problem, dass nicht genügend Strom da ist, weil man halt sämtliche Kraftwerke abgeschalten hat und dies und das und jenes. Das ist nicht mein Problem. Ja, vor allen Dingen, weißt du, wenn du hörst, auch von sogenannten Experten wohlgemerkt, von Experten, erneuerbare Energien. Eine Energie, die weg ist, ist weg. Die kannst du nicht erneuern. Ja. Das ist absoluter Schwachsinn. Benzin, was ich verbrannt habe, das ist weg. Das kann ich nicht erneuern. Ein Baum, den ich gefällt und verbrannt habe, der ist weg. Den kann ich nicht erneuern. Nachwachsende oder nachhaltige Energie, könnte man vielleicht sagen. Aber erneuerbar ist er ja nicht. Ein Windhauch, der an meinem Windrad vorbeigegangen ist. Ist auch vorbei. Der ist vorbei. Der trifft dieses Windrad nie wieder. Ja. Das ist richtig. Das Problem ist einfach, ich meine, das sehen wir ja hier bei uns auf dem Bau auch nicht, dass die Leute immer noch viel zu viel glauben. Ja, man kann ihnen halt mit Klimakatastrophe, also man muss bloß gewisse Schlagwörter verwenden, ja? Und schon zieht es bei den Leuten. Ich finde es nur interessant. Klimakatastrophe und was für Krisen nicht alles gibt. Ja, du musst einfach bloß das Wort Krise verwenden und schon schaltet bei manchen das Hirn dann so dermaßen aus. Ich finde es nur interessant, alles verkaufen kannst. Dass eine gewisse Frau W., ich glaube 2021, bereits gesagt hat, dass es genau so kommen wird. Du hast gesagt, gewisse Schlagwörter verwenden und schon kannst du den Leuten alles verkaufen. Ja. Klimakatastrophe und Killer-Virus und wie sie alle heißen und schon machen die Leute zum Großteil völlig würde Sachen, die sie eigentlich normal rationell denken, gar nicht machen würden. Ja, aber das Problem ist, das merkst du immer wieder, die Leute denken nicht. Das wird immer schlimmer. Nicht die denken mehr, nicht. Sag mal, nicht mehr. Also, man hat ihnen quasi das Denken aberzogen, kannst du quasi sagen. Das geht alleine bei der Rechtschreibung schon los. Wenn ich schon immer, weißt du, ich gucke ja in meiner Freizeit hier, wenn ich nicht auf der Baustelle arbeite, hier auch schon mal Videos bei YouTube und so weiter, ne?
wenn ich schon höre, dass die Leute heutzutage nicht mal mehr als und wie auseinanderhalten können. Dafür reicht's schon nicht mehr. Ja, Und ist da aber auch fragst du dich schwierig. wirklich, wofür. Ja, das heißt zum Beispiel größer als, ne? Du bist größer als der. Nein, ich bin größer wie der. Ja. Aber weißt du, selbst dafür reicht es nicht mehr. Das ist, weiß ich nicht, du. Aber ganz ehrlich, das ist nicht nur. Jetzt muss ich natürlich die normalen YouTuber in Schutz nehmen. Das ist nicht nur bei denen so. Das kriegen sogar die Öffentlich-Rechtlichen nicht hin. Da habe ich auch schon Berichte gesehen, wo es definitiv falsch ist. Oder auch Ja, die Medien. dabei ist die deutsche Sprache eigentlich eine sehr deutliche und sehr einfache Sprache, Ja, aber gut, was das betrifft. wenn ich diese Gender-Sternchen da reinbastel und so weiter, muss ich mich nicht wundern, wenn es für den Rest Das auch nicht mehr sind langt. aber so Minderheitendinger, die eigentlich in der deutschen Sprache rein gar nichts zu suchen Ja, das haben. sind, überleg mal, Minderheit, 20% vielleicht. Aber es wird mit Ach und Krach durchgesetzt und vor allen Dingen, wenn du viele Firmen siehst, die machen auch noch mit bei dem Schwachsinn. Ja, natürlich wird es, weil es eben eine Minderheit ist. Und der Deutsche ja immer was für Minderheiten übrig hatte. Ja. Ich meine, man kann ja den Und Allgemeingriff Bürger für alle oder auch Bewohner, die oder hier die Mitarbeiter dieses Hauses. Das sind doch alle, das sind doch nicht nur Männer. Da brauche ich doch nicht MitarbeiterInnen von machen. Was ist mit denen, die draußen arbeiten? So wie wir. Und das sagen so viele, aber nein, es muss gemacht werden, unbedingt. Und es, weil, aber es macht sich auch keiner Gedanken darüber, was für ein Schwachsinn das ist. Erstmal spricht so keiner und es passt ja auch nicht. naja, ich sag mal ganz ehrlich, der Großteil lehnt es ja ab, dieses Gendere. Ne? Ist halt einfach Ja. so. Will keiner haben, wird aber trotzdem immer wieder Ja, aber durchgesetzt. es ist doch aber auch, es hat ich glaube, Sassnitz, Rügen jedenfalls, eine Bürgerumfrage gegeben bezüglich LNG-Terminals. Die Rügener haben sich natürlich dagegen entschieden. Ja, die werden schon wissen, warum. Richtig, Habeck sagt, ich baue die trotzdem. Warum fragt er die Das ist wieder, Bürger dann auch? aber das ist dann wieder was anderes, ja. Also das eine ist, man will den Leuten quasi sagen, hey, ihr könnt mitentscheiden, aber im Endeffekt habt ihr eh nichts zu melden und ich mache, was ich will. Weißt, das ist, ja, hätte sie eigentlich ja schenken können, zu fragen. Richtig. Es ist einfach bloß, um den Leuten halt so das Gefühl zu geben, hey, der hört mir zu, meine Meinung zählt was, ja, aber Scheiß tut der. im Endeffekt ist das einfach bloß, ja, ihr könnt mir zwar sagen, was ihr davon haltet, aber im Endeffekt mache ich das, was ich will. Mal, hier liegen schon wieder so verdächtig viele Latten auf dem Boden. Die sollen mir ja wohl nicht sagen, dass die hier noch mal 20.000 Tonnen von diesen Bodenplatten liefern, oder? Da kommen doch jetzt wieder die Decken drauf, oder nicht? Ja, das auch. So. Erstmal können wir gleich wieder Wände gießen. Jo. Kilometer von Windy. Aber ich denke mal, es sind genau noch 6 Pakete Betonschalung übrig. Also. Was hatten wir eben? Nochmal 6 Pakete. Eben hatten wir 8. Das werden auch nochmal locker 30 Platten werden. Das schätze ich auch so. Aber gut, dann ist es halt so. Ne? Dann gießen wir halt nochmal 375.000 Platten. Ja. Weil das ja so unglaublich Spaß macht. Aber soll ich dir was sagen?
Was denn? lieber Bodenplatten legen. Jetzt kommen wir dazu, als Löcher bohren. Ja, das stimmt. Also bevor ich da jetzt 5 Löcher bohre, lege ich lieber 30 Punkte. Aber dann haben wir unser Baumaterial ja auch schon wieder aufgebraucht, ne, wenn wir die Platten verlegt haben. Also sprich die Deckenelemente. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich bin dieses Betongießen leid. Tja. Kann keinen Beton mehr sehen. Wir werden hier noch Massen, Kubikmeter an Beton vergießen. So. Kannst schon gleich da stehen bleiben zum Auspacken. Ja, das mache ich auch. Das mache ich auch. Bis jetzt hat die Hütte noch nicht ein einziges Fenster. Ja, hat es nicht nur Dachfenster, irgendwie so Glaskuppeln? Meinst du wie so ein Riesengewächshaus? Baustelle Bestimmt. räumen, die Betonpumpe Ja, steht im Wege. Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich nur der Ausleger. Dreh den mal einfach nur. Nee, das ist die Maschine selber. Bist du Der sicher? Ausleger ist er, ja. Ach so, Ausleger okay. ist ja schon ausgedreht gewesen, eigentlich. Dann verstehe ich das nicht so ganz. Ja, ich kann es jetzt auch irgendwo nicht ganz nachvollziehen, aber okay. Ach so, jetzt hätte ich hier gerade auch auspacken können, ne? Hättest du ja. Ich dachte, das wäre jetzt schon passiert. So. Weil ich die Pumpe nämlich direkt wieder dahinstelle. Ja, ich frage mich nur, warum die da jetzt im Wege gestanden haben soll. Wegen der Leiter wahrscheinlich. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ohne Witz. Aber ich Ach. hinterfrage das auch schon gar nicht mehr. Nee, besser ist das. Das ist ja, wie wir das, wie hier unser Wissenschaftsdieter gestern schon gesagt hat, ne? Wo da manchmal hingeplant wird. Oder wie hat er sich ausgedrückt? Es wird ja so toll geplant. Ich komme nicht dran, nein. Komm nicht an die Stützen ran, nein. Oh no. Aber ja, theoretisch könntest du reinfahren. Könnte ich ja. Ach, die Stützen müssen Aber ja auch. dann meckert der Mördel ja wieder. Du hast du deine Prüfung gemacht und. Naja, in der Mitte, aber ganz weit kommst du da auch nicht. Das ist das Problem. Pass mal auf, dann mach du doch die Außenwände. Eventuell mit umsetzen und ich gebe mich schon mal an die Stützen dran. Ja, dann mache ich die Außenwände. Da muss ich zwar 2, 3 Mal vielleicht umsetzen, aber ist ja wurscht. Ja, aber an die Stützen kommst du ja gar nicht dran. Das macht Ne. ja überhaupt keinen. Ja, doch, an die hinteren könnte ich rankommen, wenn ich mich dann Ja, umgesetzt oder habe. mach, wo du dran kommst. Aber ja. Ich gieße jetzt erst einmal Außenwand und dann sehen wir ja. So, drehen. Ah ja, die ist. So.
Wie viel sind denn das wieder? Wie viel Stützen? Jede Menge. Aber merkst du wirklich, dass das besser geht, ne? Entweder haben sie irgendwas am Programm geändert oder es liegt wirklich daran, dass man präziser steuern kann als mit der Tastatur. Also damit kann ich sogar Stützen gießen. Toll. Wer hat eigentlich unsere Zuschauer besucht? Ach du, ne? Wir sind ja, ja erst im zweiten Vlog, noch nicht im dritten. Nee, das war ich. Na komm, mach mal. Voll das Ding hier. Aber wir sind ja... Nee, sind wir noch nicht. Alles gut. Ah, jetzt läuft er voll. Na, dieser blöde Eimer hier will nicht. Jetzt. Das war aber jetzt eine Geburt, wa? Haben wir schon mal besser gesehen. Na komm, dreh doch den Pott mal. Was soll das denn? So, jetzt habe ich die Auslegekapazität erreicht. Ja. Jetzt ist er voll. Aha. Sehr schön. So, jetzt kann ich dir auch bei ein paar Stützen helfen. Ja. Ich habe gerade ein Problem. Oh no, also da komme ich echt nicht dran. Du
hast ein Problem. Das ist ganz Ja. schlecht. Einmal außerhalb des, also wie man sagt, OOC. Der synchronisiert gerade scheiße. Ich krieg meinen Pott nicht vernünftig gedreht, wie ich das eigentlich will. Deswegen gestaltet sich das Stützengießen gerade etwas schwierig. Oder hat er sich jetzt wieder gefangen? Deswegen dauert das auch gerade so lange. Weil ich kann ihn ruhig drehen, er steht einfach, weißt du? Okay. Und dann macht er mit mal einen Riesensprung. Also wir sollten gleich auf jeden Fall die Pause machen, auf jeden Fall speichern einmal und einmal raus. Bevor wir hier wieder ein ernstzunehmendes Problem kriegen. Deswegen muss ich jetzt erstmal versuchen, an die Wände zu gehen. Na, ich krieg den im Moment keinen Millimeter gedreht, diesen Eimer. Ja, dann machen wir eben noch ein bisschen Neustart. Ja, und dann geht's plötzlich ruckartig, weißt du? Und dann bin ich natürlich übers Ziel hinausgeschossen. Ja, man kennt. Und die Wand füllt sich auch nicht wirklich. Ah, jetzt. Ja, wir haben es ja gleich. Wir haben ja gleich die Folgenlänge erreicht. Sonst haben wir das gleiche Thema dann wie gestern. Dass wir diese. Break. Hast du die Säulen gestern nochmal gegossen oder? Ja. Na, Mann, mach doch mal das, was ich dir sage, Junge. Soll der Zirkus denn hier jetzt? Ja, aber dann machen wir hier mal einen kurzen Cut, hätte ich dann gesagt. Nee, wir sind Ja, sowieso von der Grunde. Folgenlänge her sind wir sowieso schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Dann würde ich sagen, wir Ja, relocken das knapp. ganze System kurz. Ich Jetzt geht's hangel aber mich hier weiter. gerade noch an eine Säule dran. Aber es ist Ja, natürlich schon unsere Zuschauer trickreich. wissen ja, wie es geht, ne? Beim Berliner reinschauen und so weiter und so fort. Brauchen wir ja jetzt nicht mehr großartig sagen, nach 180 Folgen kennt man sich ja damit aus. Ja. Da bleibt mir nur noch eins zu sagen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao.